Gucken wir mal, was hier in den Fässern ist. Ein Herz, ein Herz, ein Herz. Mal sehen. Hast du uns noch was zu sagen? Hallo? Hallo? Ja, das regt natürlich direkt dazu an, dass man den Roboter auch benutzt. Aber das geht leider nicht. Ich habe schon unglaublich oft versucht, hier irgendwas zu machen. Auch mit verschiedenen Items oder so. Aber es ist nie was passiert. Und ich weiß nicht genau, was dieser Roboter soll. Ich vermute mal, also es hieß mal, dass es in Little Big Adventure benutzbare Fahrzeuge geben sollte. Also die man wirklich, so wie ich jetzt hier Twinsen steuere, so steuern konnte. Oh, ein Klon, den können wir aber noch nicht verletzen. Aber die wurden dann doch letztendlich gestrichen und existieren nicht. Und ich denke mal, dass dieser Roboter ein Überbleibsel davon ist, dass man den ursprünglich mal steuern konnte. Nein, das wollen wir auch nicht lesen. Das ist genau die gleiche Propaganda. Hallo, hast du uns was zu sagen, Dudiko? Hallo? Guten Tag. Du redest nur langsam. Okay. Und du? Hallo? Guten Tag. Übrigens, die Taste H steht für Holomap. Denk dran, ihn zu ergattern oder einen auf dem Bazar der Hauptinsel zu kaufen. Ja, glücklicherweise haben wir ihn den ja schon wiedergeholt oder geklaut, ich weiß es nicht genau. Ob das jetzt ursprünglich mal unserer war oder ob der nur da in dem Schrank zufällig drin war und irgendwelchem Personal gehört hat. Aber da wir den jetzt schon so gefunden haben, müssen wir dafür nicht mehr Geld ausgeben, was ziemlich praktisch ist. Ich möchte jetzt bitte hier die Pflanze untersuchen oder durchsuchen. Aber ich habe, ja, genau, davor habe ich Angst. Das ist dieses automatische Überwachungssystem, von dem wir gelesen haben. Und wenn wir nicht stehen bleiben, dann schießt es auf uns. Das will ich nicht. Aber jetzt, nein, ich möchte nicht mit dir reden. Ich möchte auch nicht aufgeben. Na, untersuche ich erstmal das hier. Ein Herz, toll. Aber hier dürfte Geld drin sein. Komm schon, gib mir Geld. Gib mir Geld. Hallo? Okay, anscheinend kann ich die gerade nicht untersuchen. Ich weiß nicht warum. Dann gucke ich halt nochmal in den Mülleimer. Vielleicht hat da ja irgendwer Geld reingeworfen, weil er es nicht mehr brauchte. Nein, nur ein Herz. Er brauchte sein Herz nicht mehr. Auch gut. Dann gibt es ja hier halt Leute, die Herzen nicht mehr haben wollen. Naja, andere hätten die sicher gerne. Aber was soll's? Jetzt hab ich's. Und ich kann's eigentlich nicht gebrauchen, aber egal. Gehen wir mal weiter. Ich muss hier hinten hin und da ist ein Klon, den ich auch nicht besiegen kann momentan. Und das ist unser Nachbar. Hallo Nachbar! Einige Dinge bei Ihnen recht merkwürdig. Und er muss wissen, schließlich ist er Architekt. Ja, ich glaube, hier war die Musik etwas zu laut, sodass man ihn nicht richtig verstanden hat. Aber da kann ich leider nichts gegen machen. Ich habe schon versucht, die Musiklautstärke irgendwie hoch oder runter zu stellen, aber ich habe es nicht hinbekommen. Ich kann nur die Gesamtlautstärke hoch oder runter stellen und die, finde ich, ist eigentlich momentan recht angenehm. Und ja, wenn man halt nicht verstehen kann, muss man eben lesen. Das tut mir jetzt leid, da kann ich nichts gegen machen. Ist halt so. Und da ist Zoe, unsere Freundin. Hallo Zoe, wie geht's dir? Ah, du freust dich jetzt zu sehen, das ist schön. Ach, endlich bist du da, mein Liebling. Komm herein, sicher sind alle Klone auf deiner Suche. Oh ja, ich fürchte auch. Gib Bussi. Oh ja. Ach ja, ist sie nicht hübsch. Ein schönes rotes Kleid mit roten Handschuhen. Und ja, sie ist halt auch ein Quetsch. Ein blonder Quetsch. Und, ich frage mich gerade, ob es noch weitere weibliche Quetsche hier gibt. Du? Ich war krank vor Sorge. Ach so, das war's schon. Ich bin aus der Anstalt geflohen. Man hält mich für einen Aufwiegler wegen meiner seltsamen Träume, von denen ich dir erzählt habe. Träume, in denen mich Sentel rief. Ich glaube, es ist Zeit zu benutzen, was du im Haus versteckt hast. Oh ja, dann finde ich eigentlich mal was Vernünftiges und kann mich hier gegen die anderen Leute wehren, die mich angreifen wollen. Gegen die Klone. Und das ist ein sehr nützliches Item, das wir hier versteckt haben. Aber erst durchsuche ich nochmal die Pflanzen. 5 Herzen, wow. Denn, oh. Nicht gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ich muss mich hier irgendwo verstecken. Ich renne mal ins Schlafzimmer und gehe in den unsichtbaren in den unsichtbaren Modus. Nein, in den unauffälligen Modus und mach mich klein. Denn dann finden sie mich hier hinten hoffentlich nicht. Tada! Benjamin, der liebe Elefant. Und was machst du jetzt? Nein, lass so in Ruhe.
Die hat uns gar nicht geholfen. Wir sind ganz alleine entkommen, weil ihr so schlechte Sicherheitsmaßnahmen habt. Und schlechtes Personal, das sich nicht wehren kann, wenn ein Quetsch auf sie einprügelt. Ey, lass die hier. Oh, blöder Elefant. Ja, und der super Deko guckt auch einfach nur mal eben so hinter der Ecke. Na gut, ist er nicht, dann wird er sich bestimmt auch nicht im Rest des Hauses verstecken. Ist ja klar. Ich meine, warum sollte er das tun, ja? Egal. Gucken wir nochmal. Ich muss so hinterher. Nein, Zoe. Zoe. Und ja, anscheinend haben sie hier die schnellsten Maurer der Welt. Die haben mal eben so meinen Eingang zugemauert. Was war das? Ich bin... Und ich kann durch Wände durch. Egal. Ja, also wenn es das... Die haben mir das Haus bestimmt auch mal eben so in einer Stunde hochgezogen. Weil geht ja schnell, anscheinend. Finde ich gut. Können auch gerne mal, wenn ich irgendwie ein Haus bauen möchte, irgendwann, dann können die gerne das auch bauen. Weil dann spare ich bestimmt viele Kosten, weil das schnell geht. So, da ist noch ein Herz. Okay, ich glaube, da sind nur Herzen drin, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Moment. Ich meine, hier wäre auch irgendwo noch Geld drin gewesen. 5 Herzen. Noch mehr Herzen. Na gut, dann... Na, was soll's. Dann gehen wir mal hier rein. Denn hier muss ich eigentlich auch hin. Und dann untersuchen wir mal die Truhe. Und da ist noch ein Herz drin. Okay, aber es ist das, was ich suche, ist nicht in der Truhe. Sondern es ist in diesem Schrank. Was wird es wohl sein? Oh. Du hast soeben den magischen Ball wiedergefunden. Probiere ihn an den Klonen aus. Oh ja. Du hast soeben die erste Magiestufe erreicht, da du die Tunika wiedergefunden hast, die deine Vorfahren hinterlassen haben. Dank dieser Tunika kannst du von nun an Magie speichern. Jawohl, und wir haben endlich etwas Vernünftiges anzuziehen. Nicht mehr die Gefangenenuniform, nicht mehr die Pflegeuniform, sondern unsere schicke blaue Tunika. Und wenn ich jetzt mal in das Menü hier gehe, sieht man, oho, da ist ein neuer Balken hinzugekommen. Und dieser Balken stellt unsere Magie dar. Und wie man sehen kann, der ist momentan noch nicht so groß. Der ist ziemlich klein. Und das liegt daran, dass wir erst die erste Magiestufe erreicht haben. Und wie man hier sehen kann, die Tunika... Die stellt unsere erste Magiestufe dar und wenn man genau hinsieht, sieht man, diese Reihe hier hat einen, ja, türkisfarbenen Kasten noch zusätzlich um sich rum. Also, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, vielleicht nur im Vollbild auf YouTube. Aber hier kommen 4 Gegenstände rein. Einmal die Tunika, dann noch 3 weitere, für die ich jetzt noch nicht verraten werde. Und jeder dieser Gegenstände wird meine Magiestufe um 1 erhöhen. Und damit wird dann einmal mein magischer Ball stärker. Dieser hier. Bam, bam, bam. Und der hat eine ziemlich große Reichweite. Und das Schöne am magischen Ball ist, der prallt ab. Mehrmals. Und er kehrt zu uns zurück. Aber, sobald ich keine Magie mehr habe, prallt er nicht mehr ab. Das heißt, sobald er irgendwas berührt, kommt er sofort zu uns zurück. Das heißt, die Reichweite ist ziemlich eingeschränkt. Und jedes Mal werfen verbraucht ein wenig Magie, wie man hier sehen kann. Deswegen werfe ich den nicht einfach so rum, sondern benutze ihn nur, wenn ich ihn wirklich brauche. Und ich gehe jetzt nochmal hier hinten rum in der Küche und gucke mir an, was hier noch so ist. Herz brauche ich nicht. Magie kann ich gebrauchen. Dankeschön. Das war nur ein Magie und es hat mir trotzdem... Also ein Magiefläschchen und es hat mir trotzdem die gesamte Leiste aufgefüllt. Zweimal Nutzen vom Ball. Nicht schlecht. Und Geld. Geld sehe ich auch gerne. Was haben wir hier noch? Nichts. Nichts. Okay, 2 Geld. Also 2 Caches. Caches heißt die Währung, die sieht man auch da unten. Genau wie die Anzahl der Schlüssel. Und die Schlüssel, die funktionieren wie in The Legend of Zelda. So dass man halt einen Schlüssel findet, den kann man einmal benutzen und dann nicht mehr. Und hier ist noch eine Tür und hier in der Nähe ist ein Schlüssel versteckt, aber ich werde jetzt noch nicht in die Tür reingehen und euch zeigen, was dahinter ist. Das werde ich später tun. Oh ja, das werde ich später garantiert tun, obwohl, Moment, da komme ich... Nein, ich mach's doch jetzt schon, denn ich weiß nicht, ob ich später noch auf... zeige ich es euch doch später. Ich musste gerade nachdenken, aber... Ich habe meinen Entschluss gefasst und hier ist vielleicht noch was in den Blumen. Nicht? Na gut, dann der Nachbar hat uns erzählt, dass der Kamin etwas seltsam ist und untersuchen wir ihn doch mal genau. Der Kamin ist sehr seltsam, aber auch sehr nützlich. Das Haus war zugemauert, aber wir kommen trotzdem noch raus. Und ja, ich sage mal, ich mache jetzt einen Schnitt und... Spiel aufgeben, so wird es automatisch gespeichert, wenn ich jetzt Spiel fortsetzen mache. Wie man sehen kann, starte ich hier wieder. Also ist alles gespeichert. Und dann sage ich mal, ich mache hier einen Schnitt, schneide das Ganze dann und rendere es und lade es hoch. Und dann könnt ihr das auf YouTube ansehen, hoffentlich, solange ich nicht wieder irgendwelche blöden anderen Fehler habe. Und ja,
Ich hoffe, das Spiel gefällt euch. Ich hoffe, meine Kommentarweise gefällt euch. Und wenn, dann guckt mir das gerne weiter an, schreibt mir Kommentare. Und ja, bevor ich jetzt hier noch weiter irgendwelchen Blödsinn labere, sage ich mal Tschüss.